Deutschlandfunk Kultur Musikfeuilleton. Ein Stummfilm ist nicht ein Film, dem die Tonebene fehlt, nein, ein Stummfilm ist ein Film, der live aufgeführt werden muss. Stummfilm ist eigentlich reicher dadurch, dass er immer wieder neu interpretiert werden kann, wie ein Theaterstück von William Shakespeare. In der Kirche, da hat man weniger Möglichkeiten, so seinen Sinn für Humor den Leuten zu präsentieren auf der Orgel. Aber im Kino, da, wahrscheinlich ist das etwas, was mich gereizt hat. Also ich begleite alle möglichen Filme und ich finde auch Geschmack so an irgendwelchen Dramas und sowas. Aber Komödien, also das ist etwas, was ich sehr gerne mag. Die ganze Projektionstechnik ist so weit und so selbstverständlich geworden. Klassische Konzerte und neue Musik, die arbeiten auch mit Beamern. Das heißt, die Verbindung von Konzert und Bild ist eigentlich so vom Jetzt, dass eben der Stummfilm wieder total aktuell ist. Es ist unglaublich lustig mitzubekommen, wenn man irgendwas spielt und die Leute lachen auf einmal. Die Musik ist aber überhaupt nicht lustig. Das macht schon Spaß zu wissen, dass es scheinbar so gewollt mit dem Film. Ich habe keine Ahnung, was da passiert. Das Babylon am Rosa-Luxemburg-Platz in Berlin wurde 1929 als Stummfilmkino gegründet. Bis heute beschäftigt das Haus ein festes Musikerensemble. Denn auch 90 Jahre später haben Stummfilme samt Begleitung dort einen festen Platz im Programm. Sie erfreuen Generationen von Filmfans, vor allem aufgrund der Live-Soundtracks. Die Musiker lassen die gezeigten Geschichten auf unterschiedlichen Wegen lebendig werden. Das ist ein wichtiger Punkt, denn es gibt kein unendliches Repertoire an historischen Stummfilmen, betont Timothy Grossmann. Er ist Geschäftsführer des Babylon. Die Idee, überhaupt Filme aufzubewahren, war völlig fremd. Man hat sie wie Zeitung eigentlich mehr oder minder entsorgt. Deshalb gibt es auch viele Stummfilme gar nicht mehr. Ich glaube, die Idee, wieder Stummfilme zu zeigen, aus filmhistorischer Sicht, entstand erst in den 70er, 80er Jahren wieder. Und dort wurden natürlich die Filme in den Filmkunstkinos immer ohne Musik gespielt. Es konnte sich gar keiner denken, überhaupt die ganze Tradition, die ganzen Musiker. Ich glaube, dass es im Arsenal in West-Berlin dadurch anfing, dass Willi Sommerfeld, der in den 20er Jahren als Stummfilmpianist unterwegs war, gesagt hat, lasst mich doch mal wieder spielen. Da ging es langsam los. Willi Sommerfeld starb 2007 im Alter von 103 Jahren. Bis zu seinem Tod war er als Kinopianist aktiv und bot dem Publikum damit die älteste Form der Filmbegleitung. Sie ist auch im Berliner Babylon bis heute beliebt. Ein Klavier hatte selbst im kleinsten Kino Platz, weiß Matthias Raue. Er ist Professor für Komposition an der Filmhochschule in Ludwigsburg. Im Übrigen muss man ja auch wissen, dass die Musikbegleitung am Anfang eigentlich eher die Geräusche von den Projektoren übertönen sollte. Die Geräusche sollten die Zuschauer nicht ablenken. Und dann fing man natürlich an, drüber nachzudenken, ja, Klavier, man könnte das ja auch dann ausbauen. Man realisierte natürlich auch die Wirkung von Filmmusik und hat dann später so in großen Kinos bei Galavorführungen oder Premieren dann schon auch angefangen, ganze Orchester einzusetzen, die im Endeffekt erstmal klassische Literatur spielten. In den 1920er und 1930er Jahren hatten viele größere Kinos ein eigenes Orchester. Heute gibt es solch ein Ensemble in Deutschland nur im Berliner Babylon. 14 bis 20 Musikerinnen und Musiker begleiten hier regelmäßig Stummfilmvorführungen. 10 Uhr morgens. Die 500 Plätze im historischen Hauptsaal des Babylon sind menschenleer. Der Raum mit der geschwungenen Empore sieht dadurch noch größer aus, als er ist. Das Babylon-Orchester trifft sich hier zur Probe und wirkt fast verloren, als es vor der großen, goldumrahmten Leinwand sitzt. Die Musik zum Stummfilm Fräulein Else steht heute auf dem Programm. Dirigent Marcello Falcao spricht noch ein paar Details ab. Dann startet er auf seinem Laptop den Film und hebt den Taktstock.
Kurz darauf füllt eine Mischung aus klassischem Konzert und Hollywood-Soundtrack den Kinosaal und lässt erahnen, was hier am Folgetag geboten werden wird. Ein filmisch-musikalischer Ausflug ins Berlin der 1920er Jahre, als das Babylon gegründet wurde. Der Orchestergraben vor der Leinwand zeigt, dass bereits in der Anfangszeit hier größere Klangkörper für Emotionen sorgten. Das jetzige Babylon-Orchester existiert aber erst seit Anfang 2019. Das Lichtspielhaus schenkte es sich selbst zum 90-jährigen Jubiläum, erklärt Komponist und Pianist Hans Brandner. Er hatte zuvor schon Stummfilme im Babylon vertont. Die Kinoleitung wünschte sich eben, das Jahr schon zu beginnen mit immens vielen, nie dagewesenen vielen Aufführungen von Stummfilmmusik. Nur das Problem war, es gab kein Orchester, das quasi bereitstand. Das heißt, es blieb nichts anderes übrig, als einfach schnell ein Orchester selbst zu gründen. Hans Brandner war es auch, der den gebürtigen Brasilianer Marcelo Falcao als Dirigenten ans Babylon holte. Die Zusammenarbeit entstand bereits, als Falcao 2009 einen Klavierlehrer suchte. Und ich habe dann Hans getroffen. Hans hatte schon damals was mit Stummfilmmusik gemacht, ein Arrangement für Berlin Sinfonie der Großstadt hat er gemacht. Und durch ihn dann hatten wir dann angefangen, damals noch in Brasilien, also eine Tournee in Brasilien mit Berlin Sinfonie der Großstadt und Stummfilm, ne, Aufführungen. Und dann dadurch ist langsam diese Liebe, diese ganze Szene entwickelt. Ne? Es gibt ganz viele tolle Filme von damals und besonders die Stellung, die die Musik dabei hat, ne? Dass sie wirklich dann also eine Hauptrolle spielt. Das Orchester selbst bekommt vom Film nichts mit, da es mit dem Rücken zur Leinwand sitzt. Für Marcelo Falcao ist die Leitung des Ensembles daher eine besondere Arbeit. Neben der Partitur auf dem Notenpult muss er ständig den Film im Auge behalten. Bei der Oper natürlich und bei einem Ballett muss man auch die ganze Zeit die Schauspieler und die Sänger und die Tänzer beobachten. Aber noch besondere bei einem Stummfilm finde ich, dass also mit dem Tempi muss man schon sehr, sehr präzise sein. Weil wenn man eine Stelle ein bisschen schneller nimmt, dann ist man zu früh zu Ende. Oder ein bisschen langsamer, dann bist du zu spät. Der Film dauert 90 Minuten und das Stück soll 90 Minuten dauern, nicht 91. Das bedeutet, der Dirigent eines Kinoorchesters muss den jeweiligen Film komplett auswendig kennen und sich darüber im Klaren sein, wann er die Einsätze gibt. Zum Beispiel, ich warte, bis Fräulein Else einen Schluck von dem Prosecco nimmt, dann kann ich den Einsatz geben für die nächste Szene. Während im Saal das Orchester probt, wird auch hinter den Kulissen fleißig gearbeitet. Links neben der Leinwand, hinter einer Holzlamellenfront versteckt, steht nämlich eine Kinoorgel. Ein Team der Dresdner Orgelbaufirma Jämlich kriecht in der engen Nische herum und stimmt die Pfeifen durch. Es ist der letzte Schliff, den die Handwerker dem Instrument verpassen. Denn dank einer Spende von der Berliner Lotto-Stiftung konnte es umfassend saniert werden. Die Orgel ist als einziges deutsches Instrument seiner Art am Originalstandort geblieben. Schließlich wurde das Babylon-Kino im Zweiten Weltkrieg kaum beschädigt und sämtliches Inventar blieb erhalten. Kleinere Reparaturen an der Orgel hatte seit 2005 Hans Eichberg durchgeführt, der das Instrument sehr genau kannte. Er arbeitete ehrenamtlich. Betont Geschäftsführer Timothy Grossmann. Er war ein Jahr jünger übrigens als die Kinoorgel und als das Babylon. Also er ist mit über 80 Jahren ganz plötzlich verstorben, denn noch 4 Wochen vorher ist er auf den Brettern in der Orgel alleine, die waren so 20 Zentimeter nur breit, geklettert. Wenn es, was manchmal passiert bei alten Instrumenten, während des Orgelkonzertes einen Heuler gab, das heißt, wenn ein Ton nicht mehr ausging, sondern einfach stehen blieb, dann ist er mit über 80 Jahren in die Orgel geklettert und hat das repariert. Hans Eichberg
hat einen sehr großen Verdienst sich an dieser Orgel erworben und am Babylon, hat diese Energie auch auf mich übertragen, denn aus diesem Resultat heraus war es dann so, dass wir gesagt haben, ja, wir müssen regelmäßig spielen, die Orgel. Viele Organistinnen und Organisten haben in all den Jahren die alte Dame zum Leben erweckt. Kontinuierlich gespielt wird sie allerdings erst wieder seit 2014. In dieser Zeit reiste die aus Moskau stammende Kirchenmusikerin Anna Wawilkina durch den Berliner Raum. Es war so, dass ich auf meiner Urlaubsreise so die Kinoorgeln besichtigen möchte. Und eine war die Orgel in Potsdam, im Filmmuseum, und die andere diese. Und man hat mich gefragt, ob ich Interesse hätte, so Filme zu begleiten. Und ich habe gesagt, ja, das möchte ich immer schon. Und dann gab man mir die Möglichkeit für ein Probespiel. Es lief gerade ein Stummfilmfestival und da durfte ich Kurzfilm begleiten. Und es ist irgendwie sehr gut angekommen und da habe ich danach öfter gespielt. Anna Wawilkina, die ein großer Stummfilm-Fan ist, gab wenige Zeit später ihre Kirchenmusikerstelle in Köln auf. Grund dafür war ein verlockendes Angebot von Timothy Grossmann. Wir haben entschieden, Frau Wawilkina wird die bis jetzt noch einzige festangestellte Kinoorganistin in Deutschland. Anna Wawilkina hat bereits im Studium improvisieren gelernt. Das kommt ihr nun als Kinoorganistin zugute. Manchmal habe ich Ideen, irgendwelche so bekannte Stücke oder Lieder zu zitieren. Manchmal benutze ich eigene Themen. Ich habe so kleine Notenhefte, wo ich mir das aufschreibe. Aber es ist wirklich auf einem kleinen Notenblatt, so ein paar Zeilen, es sind keine Partituren jetzt. Also es ist eine vorbereitete Improvisation, aber trotzdem eine Improvisation. In Kinos, die sich kein Orchester leisten konnten, stellte eine Orgel eine Alternative zum Klavier dar, weiß Filmmusikprofessor Matthias Raue. Erstmal klanglich waren sie anders und dann baute man die auch aus, dass man auch Geräusche erzeugen konnte, sodass der Film plötzlich ein anderes Leben bekam und die Musik immer mehr zentrales Element wurde. Auch die Orgel im Berliner Babylon-Kino besitzt neben dem Pfeifenwerk solche Effektregister. Orgelbauer Matthias Bartsch kniet im Instrument und zeigt dessen Geräuscherzeuger. Kuhglocke, ein Triangel. Und das ist dann die Schaltung für das Geläut. Hier oben ist das Telefon. Vom Spieltisch im Saal aus lassen sich die Effektregister einschalten. Doch Anna Wawilkina tobt sich nicht daran aus. Sie möchte ähnlich wie ihre Kollegen agieren, die in den Hochzeiten des Stummfilms aktiv waren. Es gab einen ziemlich bekannten und wirklich ganz tollen Organisten, Gaylord Carter. Und es gibt Stummfilme mit Aufnahmen von seiner Musik. Und bei dem und noch bei manchen alten Organisten, man hört, dass sie diese ganzen Effekte also sehr sparsam benutzen, wenn überhaupt. Aber manchmal kann man mit so einem Effekt, also besonders bei Komödien, da kann man die Sache ein bisschen toppen.
Es gab mal eine Geschichte, auch so ein Film mit Buster Keaton, und wo die Sonne nicht geht langsam auf, sondern die springt quasi so wie ein Ball und landet auf dem Himmel. Und das habe ich so zuerst Sirene genommen und dann Gong. Die passenden Bildinhalte auszuwählen, an denen sich die Musik orientiert, ist eine hohe Kunst. Noch schwieriger wird es allerdings, wenn Handlungsebenen nicht sofort im Bild erkennbar sind. Wie in der Ballsaalszene aus Fräulein Else, mit der sich das Babylon-Orchester für die Vorführung warm spielt. In der Szene trifft die Hauptdarstellerin auf ihren Tanzpartner, der aber üble Dinge mit ihr vorhat, erklärt Pianist und Komponist Hans Brandner. Man kann dann einerseits sozusagen den Ballsaal vertonen, einfach akustisch den Tanz spielen zum Film, aber zu den Personen, die einen ganz anderen Konflikt konfrontiert sind, würde einfach die Unterhaltungsmusik ja nicht mehr passen. Und das ist ja das Spannende, dem gerecht zu werden. Zu einigen Stummfilmen ist tatsächlich gezielt Musik komponiert worden, weiß Filmmusikprofessor Matthias Raue und nennt ein Beispiel. Die erste Filmmusik, die wirklich dezidiert für einen Film geschrieben wurde, das war 1908 von Camille Saint-Saëns, die Ermordung des Herzogs von Guise, die für Orchester geschrieben wurde. Das Stück hat er übrigens später dann ausgebaut, er hat es erstmal für den Film geschrieben, einzelne Musiken für die jeweiligen Szenen. Bei anderen historischen Streifen, wie zum Beispiel bei Fräulein Else, fehlt die Musik jedoch komplett. Hans Brandner und Marcello Falcao haben daher selbst einen Soundtrack geschaffen, nach alter Vertonungsmethode. Die Kinokapellmeister sind hergegangen, haben den Film angesehen und haben aus ihrem Repertoire, im Kino hatten die Bibliotheken, Stücke zusammengesucht, mit denen sie den Film begleiten können. Das ist eine Literatur aus der klassisch-romantischen Oper, Operette bis Konzert. Und nach Emotionen und nach Stimmungen katalogisiert. Und diese Kinobibliotheken sind natürlich längst verloren, aber es gibt Listen. Die berühmteste ist von Hans Erdmann. Und wir haben diese Repertoireliste benutzt, um dann Fräulein Else zu vertonen. Obwohl im Babylon-Kino ein Orchestergraben vorhanden ist, nutzt ihn das Hausorchester nicht. Die Musikerinnen und Musiker möchten für das Publikum sichtbar sein und ihre pausenlose Schwerstarbeit demonstrieren. Hornistin Diana During mag die Nähe zu den Filmfans noch aus einem anderen Grund. Wenn sie da sitzen mit ihrem Popcorn in der Hand, was natürlich bis zu uns riecht, und wir fangen dann an, da irgendwie so mit dem Publikum auch zu interagieren, indem wir einfach nur unsere Nasen hinstecken und ihnen zeigen, wir riechen auch, wie gut das riecht. Und dann fangen sie an zu lachen und schon ist da eine Nähe da, die in der Konzertatmosphäre gar nicht da wäre. Und das ist toll. Das Babylon-Team vermutet, dass unter anderem diese besondere Atmosphäre ganz unterschiedliche Generationen anzieht. Hinzu kommt die erfolgreiche Fernsehserie Babylon Berlin, die das Lebensgefühl der 1920er intensiv vermittelt. Die Stummfilmabende im Babylon, besonders die mit Orchester, sind fast immer ausverkauft. Das ist auch wichtig, denn externe Fördergelder bekommt das Haus nicht, betont Geschäftsführer Timothy Grossmann. Diese Musiker müssen nicht nur für die Aufführung, sondern auch für die Proben bezahlt werden. Das müssen sie dann wieder einspielen. Dafür brauchen sie wieder die 500 Plätze. Dafür brauchen sie eine Stadt wie Berlin, die eine gewisse große Einwohnerzahl hat. Das sind verschiedene Konstellationen, die das jetzt gerade hier ermöglichen.
Im Berliner Babylon-Kino leben nicht nur die alten Vertonungsmethoden weiter. Das Haus zeigt sich offen für musikalische Experimente und lädt ab und zu sogar DJs ein. Wie etwa den in Hamburg lebenden Raphael Marionneau. Diese Millennial-Generation erwartet etwas Neues musikalisch. Und das ist, glaube ich, meine Aufgabe, diese Film durch Musik ein bisschen frischer zu bringen. Und ich glaube, es funktioniert ganz gut. Nicht zuletzt aufgrund seiner Erfahrung mit klassischer Musik. Immer wieder baut Marionneau Werke von Bach, Mozart oder anderen Komponisten in seine Sets ein. Darin kommen auch elektronische Elemente vor. Mit dieser Mischung hat es der DJ schon in Konzerthäuser und zu Klassikfestivals auf der ganzen Welt geschafft. Seit einer Einladung auf das Hamburger Filmfest im Jahr 2005 vertont Raphael Marionneau auch regelmäßig Stummfilme. Metropolis ist ganz bewusst ein Kontrast zwischen klassischer Musik und elektronischer Musik, als Kontrast zwischen die zwei Welten, die in diesem Film gezeigt werden, also die untere Welt und die Welt der Reichen. Und ein Film wie Berlin, die Symphonie, die große Stadt, ist ein musikalischer Kontrast zwischen die Melancholie von den 20er und umgekehrt ein sehr moderner Beat von Berlin von heute. Das kommt sehr, sehr gut an. Filmstudent oder Student, die mit Kreativität zu tun haben, kommen sehr, sehr oft bei meinen Veranstaltungen und geben mir danach ein Feedback und sind natürlich sehr oft sehr begeistert, weil sagen alle, sowas haben sie noch nie gehört. Sie können sich nicht vorstellen, dass man könnte mit so moderner Musik einen Stummfilm komplett neu untermalen. Hier zeigt sich wieder, wie stark die eingesetzte Musik einen Film beeinflusst. Darauf möchte auch Matthias Raue seine Studierenden aufmerksam machen. Für mich gibt es auch ein Seminar, Stummfilm, Musik, das sich damit auseinandersetzt als Grundlage von Filmmusik. Weil natürlich hat die Musik im Stummfilm den Riesenvorteil, sie muss auf keine Sprache Rücksicht nehmen, sie muss allein der Bilddramaturgie folgen und kann eine ganz eigene Dramaturgie entwickeln und kann vor allen Dingen musikalisch erzählen. Auch aus diesem Grund haben schon viele Filmstudenten den Stummfilm als Kunstform entdeckt. Im Berliner Babylon-Kino finden zweimal jährlich Kurzfilmfestivals statt, bei denen solche modernen Stummfilmstreifen laufen. Organistin Anna Wawilkina ist dann auch sehr gefragt. Es gibt Filme, wo man wirklich versucht, also ziemlich den Stil nachzumachen von alten Filmen. Und es gibt Filme, die wirklich so ziemlich schräg sind und experimentell. Man hat manchmal so 7 bis 10 Filme so im Stück. Und dann versuche ich, die unterschiedlich zu gestalten. Es ist nicht immer ganz einfach. Das Babylon ist nicht an die großen Filmverleiher gebunden. Dadurch kann das Haus sein Programm frei gestalten und viele Experimente wagen. Multiplex-Kinos stellen somit keine Konkurrenz dar, meint Geschäftsführer Timothy Grossmann. Wir erleben eigentlich vom Content her, dass das Kino, wie wir es kennen, nicht mehr diese Bedeutung hat. Es wird eher marginalisiert durch Internet, durch Netflix etc. Und dadurch steigt eigentlich die Bedeutung eines kommunalen Kinos, das nicht an die neuen Produktionen gebunden ist. Wir haben die Konkurrenz mit Netflix also so nicht und können den Leuten wie in einer tollen Bibliothek die Schätze der Filmkunst nahebringen. Ich denke, dass ein Orchester besser ist als jede neue Ton-Solution, die ein Multiplex sich ausdenken kann. Das ist nicht zu schlagen. Das muss man einfach erlebt haben. Es ist live. Es ist so, wie man geht in die Oper
oder man guckt sich ein Video an. Das kann man nicht vergleichen. Davon können sich die rund 500 Personen überzeugen, die Fräulein Else schauen. Mucksmäuschenstill ist es im Saal, während der Film über die Leinwand flimmert und das Orchester dazu spielt. Sicherlich sitzen im Publikum einige Fans von Multimedia-Konzerten, die auch Stummfilme schätzen. Die meisten Leute seien jedoch Filmliebhaber, meint Hans Brandner. Das Kinopublikum ist natürlich generell noch ein anderes als das Konzertpublikum in der Philharmonie oder im Konzerthaus. Gut, wir haben alle Altersschichten, aber ich glaube, dass wir auch sehr viele Leute haben, die jetzt nicht unbedingt in die Philharmonie gehen würden. Das heißt, die sind plötzlich begeistert von Orchestermusik und das ist einfach ein sehr schöner Nebeneffekt. Und Geschäftsführer Timothy Grossmann sieht einen Vorteil darin, Stummfilme immer wieder musikalisch neu gestalten zu können. Selbst diejenigen, die entstanden sind, als der Tonfilm sich bereits durchgesetzt hatte. 1930 war es sicherlich ein Nachteil, wenn ein Film nur als Stummfilm noch produziert wurde. Ein Film wie Metropolis ist ja bekannt, er war ja eigentlich ein Flop. Fritz Lang hat ihn absolut abgeschrieben, bin ich mir sicher. Und er hatte ja dann auch einen wunderbaren Tonfilm gemacht, M. Eine Stadt sucht einen Mörder, wo auch übrigens Musik eine große Rolle spielt, Pierre Gint. Und jetzt ist es genau umgekehrt. Jetzt wird man eher Metropolis hören, eher einen Stummfilm, weil er eben neu dargebracht, neu aufgeführt werden kann. Und ein Film wie M oder ein Film wie Der blaue Engel mit Marlene Dietrich wird eher in Vergessenheit geraten, weil man da nichts mehr dran machen kann, die sind fertig. Das ist verrückt. Fertig ist in wenigen Minuten auch das Babylon-Orchester mit seinem Soundtrack zu Fräulein Else, einem Film, der leider kein Happy End hat, da die Hauptdarstellerin Selbstmord begeht. Der gebannten Atmosphäre im Saal nach zu urteilen, wird dieser Abend beim Publikum trotzdem noch lange nachklingen. Geschäftsführer, Musikerinnen und Musiker hoffen, dass sie in Zukunft noch viele weitere Filmfans erfreuen können. Mit Live-Vertonungen, die schon vor über 100 Jahren für große Gefühle sorgten und bis heute nichts von ihrer Wirkung verloren haben.